Unter anderem haben wir uns mit der Frage beschäftigt, Reform des Maßregelvollzuges, also mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen schuldunfähige Straftäter in ein psychiatrisches Krankenhaus und, wenn man es auf Saarland herunterbrechen will, also in die Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie eingewiesen werden können. Wir haben uns mit dieser Frage nicht ganz losgelöst, sondern eher bezogen auch auf den konkreten Fall Gustl Mollat beschäftigt, der ja durchaus einiges an Schlagzeilen nicht nur in Bayern, sondern auch weit darüber hinaus ausgelöst hat. Ich glaube, dass dieser Fall auch nochmal deutlich gemacht hat, dass wir tatsächlich hier Konkretisierungsbedarfe haben. Wir haben im Justizministerium dazu auch ein eigenes Eckpunktepapier entwickelt und haben das den Justizministerinnen und Justizministern zugeleitet als eine Diskussionsgrundlage, wenn es darum geht, eine Reform des Maßregelvollzuges dann tatsächlich auch anzugehen. Wesentlicher Gedanke unseres Eckpunktepapiers ist es, eine stärkere Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festzuschreiben, denn letztendlich muss man ja feststellen, dass es sich doch einen nicht ganz unerheblichen Eingriff in Grundrechtspositionen handelt, will aber natürlich auch darauf hinweisen, dass wir dieses Instrument nach wie vor als wichtig und richtig erachten, auch im Hinblick auf die Frage der Sicherheit der Bevölkerung, aber eben auch mit Blick auf die Eingriffsintensität der Auffassung sind, dass man insbesondere den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz noch mal stärker in den Blick nehmen muss, festgemacht an den zwei Punkten, also die Frage auch ob und auch die Frage wie lange tatsächlich jemand in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden kann, festgemacht auch an dem Punkt, welche Gefährdung der Allgemeinheit mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.